Hier ist Extra 3, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehrens. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Willkommen zu Extra. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber es ist so. Inzwischen bin ich manchmal froh, dass es Horst Seehofer gibt. Es ist mir selbst ein bisschen peinlich, aber der bringt wenigstens Farbe in den Wahlkampf. Auf den ist Verlass, das ist der Mann mit dem Forderungstourette. Jede Woche haut er was raus. Jetzt hat er nach einem Dreh des WDR-Magazins Monitor gefordert. Journalisten, die unangenehme Fragen stellen, müssen raus aus Bayern. Zack. Ausweisen, hat er gesagt. Der kann einem richtig Angst machen. Hören wir mal rein, was er so sagt. Wir wenden uns an den Intendanten und dann werden wir mal sehen. Werden wir mal sehen. Auf Deutsch, wir machen dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Dann hat er noch das hier gesagt. Das machen wir mit dem WDR. Wir haben da... Was haben wir da? Wir haben da einen Folterkeller für kritische Journalisten. Noch nie was von der Bayerischen Inquisition gehört. Ja? Am besten ließe man Journalisten gar nicht erst rein. Ja, würde ich sagen. Wer nicht für die Welt oder den Bayern-Kurier schreibt, hat im Freistaat eigentlich gar nichts zu suchen. Es müsste eigentlich Poller geben an der bayerischen Grenze, die bei nicht-bayerischen Autokennzeichen sofort hochgehen und den Weg versperren. Die Technik gibt's ja. In Greifswald gibt es einen Poller, der ziemlich viel Ärger macht. Zum Glück liegt Greifswald nicht in Bayern, deshalb kann man dort noch ungehindert recherchieren. Die kritischen Extra-Reihe-Journalisten Fred Pilarski und Martina Hauschild waren da. An der alten Brücke in Greifswald gibt es einen nagelneuen Poller für 120.000 Euro. Also da unten irgendwo steckt er drin. Der kommt gerade nur nicht raus, weil... Das geht immer wieder kaputt. Ich verstehe das nicht. Kaputt ist kaputt. 3 Stunden hat der Poller gehalten und dann war wieder alles im Dutt. Und das Geld war weg. Die historische Klappbrücke ist nicht mehr so ganz stabil. Deshalb dürfen Autofahrer nur mit Passierschein rüberfahren. Nur leider sehen das einige Autofahrer ohne Passierschein nicht ein. Und dann... Jetzt gab es einen Unfall, wo ein Fahrzeug aufsetzte auf den Poller von oben und dann hat sich der neue robuste Poller als nicht ganz so robust herausgestellt, wie wir es erwartet hätten. Immer wieder mogeln sich hinter die berechtigten Autofahrer unberechtigte Autofahrer Stoßstange an Stoßstange und huschen über den Poller hinweg. Doch viele Autofahrer sind nicht schnell genug und deshalb war am Poller schon 31 Mal... Endstation. Und immer wieder muss der Poller repariert werden. Deshalb hat die Stadt Greifswald ein lückenloses Überwachungssystem für 13.000 Euro angeschafft, das die Pollerkriminellen überführen soll. Das Hinterherfahren, das ist auf jeden Fall auch eine strafrechtlich relevante Abgabenverkürzung. Das ist nicht erlaubt und auch strafbar. Nur diese 24-stündige Videoüberwachung fand der Datenschutzbeauftragte eher suboptimal. Erst baut die Stadt einen Poller hin, dann rumst es da öfter mal und dann soll eine komplette Videoüberwachung das richten. Das ist nach unserer Meinung nach unzulässig. Deshalb mussten die Kameras gleich wieder abgeschaltet werden. Und nun? Teure Kameras aus, teurer Poller kaputt. Für das ganze Geld, was man hier investiert hat, hat man hier schon Menschen hinstellen können, mit einer schönen Uniform oder weiß ich was, der einen Schlagbaum hoch runter macht oder weiß der Kuckuck. Ja, das ist es. Da hätte die Stadt Greifswald aber auch mal selbst drauf kommen können. Mehrere Anlösen gibt es morgen wieder in unserer XXL-Spezialsendung. 23.30 Uhr im NDR-Fernsehen. Ich fühle mich ja vom aktuellen Wahlkampf inzwischen intellektuell beleidigt. Ich meine, ich lasse mich gerne mal verarschen. Kein Problem, aber nicht unter meinem Niveau. Ich finde, wir haben es als Wähler verdient, wie denkende Menschen verarscht zu werden und nicht wie unmündige Kinder. Das gilt zum Beispiel für euch Grüne. Was duzt ihr mich eigentlich dauernd an? Immer dieses und du, oder? Was soll denn dieses und du? Und du, sind wir bei Ikea? Habe ich mit Claudia Roth Brüderschaft getrunken? Oder ich habe ein schlechtes Gedächtnis, aber an den Albtraum würde ich mich erinnern. Man duzt doch nicht einfach in der Gegend rum. Was ist denn das für eine Art? Das ist reiner Brüderle als Wahlkampf. Na, du Wähler, so allein, du? Ekelhaft, oder? Und
Das muss ich auch mal sagen. Ich habe auch keine Lust mehr auf diesen ganzen menschelnden Quatsch. Letzte Woche wieder sehe ich die Kanzlerin da in dieser RTL-Sendung an einem Tisch mit Angela Merkel. Da wird sie dann ernsthaft gefragt, ob sie singen kann. Also, meinen Sie, es scheitert am Lied, oder? Nein, glaube ich nicht. Der Mond ist aufgegangen, kann ich. Ja, der Mond ist aufgegangen, kann sie. Spannend. Und dann hat sie noch erzählt, dass sie gern Kartoffelsuppe isst. Das Wichtigste sind die guten Kartoffeln und ordentliche Suppengrün. Genau. Dann kommen wir schon hin. Ja, toll. Kartoffeln und ordentliche Suppengrün. Gut zu wissen. Auch die SPD macht mit bei diesem Personality-Quatsch. Hier, Peer Steinbrück zeigt sich mit seiner Frau im Stern. Unsere Ehe kann nur auf Augenhöhe funktionieren. Ja. Erschreckend, was man beim Stern unter Augenhöhe versteht. Ne? Und dann erzählt er auch sehr interessant in dem Interview, dass er als Kind eines der ersten Kinder in Deutschland war, die mit Lego gespielt haben. Ja, danke! Glaubt ihr, wir sind komplett bescheuert? Unsere Schulen sind am Ende, das Steuersystem funktioniert nicht, das Rentensystem wird in den nächsten 30 Jahren explodieren, das Gesundheitssystem wird von der Pharmalobby dominiert und gibt es irgendein durchdachtes Konzept für eine Bildungsreform, eine Rentenreform, eine vernünftige Steuerreform, eine richtige Gesundheitsreform? Gibt es nicht. Aber Merkel kann Kartoffelsuppe kochen und der Mond ist aufgegangen singen. Leute! Egal. Mir ist doch wohl egal, ob die Merkel Kartoffelsuppe mag. Und auch, ob der Steinbrück mit Lego spielt oder nicht. Und ob der Gabriel privat in Strapsen rumläuft. Und ob der Seehofer Links- oder Rechtsträger ist. Ich will das gar nicht wissen. Ich will, dass die Probleme lösen. Ja? Ich will auch keine Politiker, die mir vor der Wahl dauernd suggerieren, sie wären genauso normal wie ich. Ich brauche doch Profis. Wenn ich mit dem Auto liegen bleibe und rufe den RDAC, dann will ich doch auch, dass er die Kiste wieder in Ordnung bringt. Und nicht, dass der Typ sagt, vom Motor habe ich keine Ahnung. Aber ich kann Ihnen Fotos zeigen, wie ich als Kind mal Lego gespielt habe. Oder? Und der Chirurg sagt, ich mache die OP zum ersten Mal, aber am besten singen wir jetzt erstmal, der Mond ist aufgegangen. Pass auf, die wollen uns doch komplett einschläfern. Die wollen Trance- und Dämmerzustand in diesem Land, dass keiner mehr nach den wahren Problemen fragt. Ich finde, das darf nicht sein. Tobias Schlegel, übernehmen Sie. Winsen an der Luhe ist eh schon ein verschlafenes Nest in Niedersachsen. Und jetzt macht auch noch die CDU hier Halt. Die Kanzlerin kommt, um die Leute mit ihrem inhaltsleeren Wahlkampf einzulullen. Ich wage ein grausames Experiment. Diese 13 hellwachen Extra-3-Fans sollen sich eine ganze Rede von Angela Merkel anhören. Schlimm. Das wird aber jetzt die härteste Herausforderung. Eine Stunde lang Angela Merkel ohne Inhalt. Und ihre Aufgabe ist es, nicht einzuschlafen. Ist das klar? Ja, Herr Schlegel. Natürlich kann kein normaler Mensch eine Rede von Angela Merkel ohne Aufputschmittel überstehen. Zum Glück haben wir welche dabei. Bitte jetzt viel trinken. Viel trinken bitte. Wir dürfen nicht schlafen. Wir dürfen nicht schlafen. Sind Sie bereit? Ja. Ich glaube Ihnen noch nicht. Sind Sie bereit? Ja. Ja, wir sind bereit. Die Kanzlerin kommt und alle sind noch wach. Noch. Denn dann, nur wenig später, fängt sie an zu reden. Oberbürgermeister oder Bürgermeister oder wie, wo sitzt der Bürgermeister? Ja, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag. Keine Ecken, keine Kanten. Da ist ja der ZDF-Fernsehgarten noch spannender. Auch die anderen Besucher können sich kaum wach halten. Nicht, dass die hier noch die Inhalte verpassen. Aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Einfach die Sonnenbrille aufziehen. Ziehen Sie mal auf. Dann können Sie jetzt auch schlafen, ohne dass es unangenehm auffällt. Ja, ja? Sehr schön. Ne? Und machen Sie sich keine Gedanken, also bei Merkel sind schon ganz andere eingeschlafen. 10 Minuten später. Gefühlt sind es Stunden. Klare Aussagen, Fehlanzeige. Welche Pläne habe ich? Welche Vorstellungen habe ich? Welche Träume habe ich? Unseren großen Schuldenberg. Die Kanzlerin hat es wieder geschafft. Ihre Inhaltslehre versetzt uns in einen Dornröschenschlaf. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Tobias Röll hat sich mit Tobias Schlegel zusammen wachgehalten.
beiden Tobiasen einen herzlichen Dank. Und natürlich auch unseren Facebook-Freunden, die uns bei diesem Dreh geholfen haben. Dankeschön. Ein spannendes Wahlkampfthema wäre ja da. Wie geht es weiter mit Griechenland? Angela Merkel macht's wie immer, sie merkelt sich raus. Sie sagt, ein Schuldenschnitt wäre falsch, aber sie will ihn nicht ausschließen. Das heißt, die Regierung hat ein Prinzip, sagt aber, dass auch das Gegenteil möglich ist. Wäre Merkel für Verkehrsschilder verantwortlich, gäbe es demnächst wahrscheinlich solche Schilder. Hier, Tempo 50, aber darunter. Aber wenn ihr es eiliger habt, könnt ihr auch schneller fahren. Merkel redet ja gerne vom Europäischen Haus, als wäre sie Architektin. Ja, man weiß inzwischen auch, wie das Europäische Haus von Angela Merkel aussieht. Es soll in Brüssel demnächst gebaut werden. Kein Fundament, keine gerade Linie, aber auf der Rückseite 200 Hintertürchen. Unklarheit in Reinkultur hat die CDU auch mit ihrem neuen Werbespot hinbekommen. Hier. Als Kanzlerin treffe ich Entscheidungen für unser Land, für die Menschen in Deutschland. Ich muss sicher sein, dass wir auch das Richtige tun. Das Richtige ist nicht immer, was am lautesten gefordert wird. Das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft. Ja, da hat sich mal richtig festgelegt. Ne? Das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft. Das ist so ähnlich wie, vieles ist gut, anderes auch. Gemeinsam, aber auch alle miteinander. Der Euro und eine starke Zukunft, wir haben viel geschaffen und so weiter. Naja, dafür ist der Spot optisch sehr innovativ gemacht. Blasse Kanzlerin vor weißer Wand, wackelige Kamera, Gitarrenmusik, stilbildend. Wollen Sie wissen, wie dieser CDU-Spot entstanden ist? Hier ist das Making-of von Julian Amerschi und Oliver Durkel. Kamera ab, Gitarre ab und Merkel ab. Das wird genial. Es gibt Momente, da steht viel auf dem Spiel. In der Euro-Krise zum Beispiel. Oft betreten wir auch Neuland. Ich will ein Land, in dem die Stärkeren den Schwächeren helfen. Ich will ein Land, in dem die belohnt werden, die etwas leisten. Ein Land, in dem wir unseren Kindern die besten Chancen bieten. Also erst habe ich einen riesen Ärger gekriegt vom Regisseur, aber dann hat er gesagt, nee, genau das ist genial. Und jetzt ziehen wir das Gewackel durch den ganzen Film durch. Und man muss mal sagen, es passiert sonst ja auch nicht so viel. Ich will, dass wir auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich sind. Durch gute Arbeit und neue Ideen. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Frau Merkel, haben Sie noch was zu sagen? Nein. Schwenkt die Alte noch mal ab. Frau Merkel, gucken Sie noch mal staatsmännisch. Ja. Das war ja jetzt auch ganz gut. Okay, Leute, Drehschluss. Und denkt dran, wir haben noch ein 200 Liter Bierfass. Das müssen auch alle werden. Ja? So könnte es gewesen sein. So könnte der Merkel-Spot entstanden sein. Jetzt ergibt das alles Sinn. Für die Kanzlerin ist der NSA-Skandal ja beendet. Hat zumindest ihr Geheimdienst-Oberfuzzi Ronald Pofalla gesagt. Was muss ich jetzt lesen in der Zeitung? Die NSA hat auch die Vereinten Nationen ausspioniert. Was kommt denn jetzt noch? Wo suchen die eigentlich überall nach Terroristen? Bei den Vereinten Nationen, zuvor schon bei der Europäischen Kommission. Oh, ich empfehle dringend auch den Evangelischen Kirchentag im Auge zu behalten. Die Lindenstraße, ja, oder Hagenbecks Tierpark. Vorsicht, Leute, aufpassen. Ich meine, das Verrückte ist, bei den Vereinten Nationen sitzen die Amis sogar selber mit drin. Die spionieren sich selber aus. Obama soll schon gesagt haben, wenn die NSA noch rauskriegt, dass Amerika Massenvernichtungswaffen hat, will er sofort mit den Luftangriffen auf das Land beginnen. Ich habe mir überlegt, ich ärgere die jetzt einfach. Extra. Ne? Ich weiß, die lesen jede E-Mail, okay. Und dann denke ich mir, womit könnte man die denn vielleicht mal ein bisschen ärgern? Dann denke ich mir deutsche Wörter aus, die für Amerikaner besonders schwer auszusprechen sind. Sowas wie zum Beispiel Streichholzschächtelchen. Ne? Und das schreibe ich dann extra in die E-Mails rein. Am besten so eine Kombination. Bombe, Dschihad, Streichholzschächtelchen. Dann wird das rausgefischt und ich stelle mir vor, irgendjemand muss das dann lesen, ja? Streichholzschächtelchen. Streichholzschächtelchen. What is a fucking Streichholzschächtelchen? Ich habe an sowas Spaß.
Woran unsere Autorin Sine Wiegers Spaß hatte beim Durchsehen der Nachrichtensendungen, jetzt in Abgehakt. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Fernsehen für Dummwähler. Brandneu und total überzeugend. Politische Sendungen gibt's jetzt auch für diese jungen Dings, ey. Jux, na, Jungwähler. Keine Ausreden, kein Gelaber. Wenn doch Gelaber, dann aber schön verkrampft locker. Magst du dich kurz vorstellen? Mein Name ist Peer Starnberg. Und bitte mit akkurat aufgesetztem Jugendslang, ja? Das war ziemlich tight, das Interview, Digga. Total cool. Ja, cool und crazy und knallblöde. Bei welcher Partei sind Sie? Ich bin bei der FDP, den Freidemokraten. Ich muss ja zugeben, dass ich noch nicht so viel von der FDP gehört habe. Oh, Politik verstehen? Kompliziert. Politiker verarschen? Yeah. Mama Fisten? Schön. Und wenn der junge Mensch dann genug von Politik hat, geht er seiner typischen Arbeit nach. Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut. Danke. Ich muss jetzt leider auf dem Laufsteg und wünsche einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss. Endlich läuft dieser Wahlwerbeschrott. Nur mit der FDP kriegen sie den alten Herrn mit den dicken Eiern. Rot, rot, grün ist nicht das Gelbe vom Ei. Nur mit der NPD kriegen sie den faulen Apfel mit der alten Leier. Immer mehr Asylanten, vor allem Sinti und Roma. Aber bei beiden kriegen sie die kitschige Familie. Nur muss es immer dieselbe sein. Hier die FDP. Nur mit uns gibt es 4 weitere gute Jahre. Hier die NPD. Wir müssen aber in die Zukunft investieren. In intakte Familien und glückliche Kinder. Und das größte Glück, dieselbe Familie, radelt auch noch durch diese finnische Quarkwerbung. War sonst noch was? Tag der offenen Tür im Kanzleramt. Interessant zu sehen, von wo aus die politische Macht die Geschicke des Landes steuert. Oder auch interessant zu sehen, von wo aus Deutschland verarscht wird. Es gibt ja die seltsamsten Arten von Entertainment. Es gibt zum Beispiel die Show Die dümmsten Verbrecher der Welt. Das lief jahrelang in Amerika. Oder Die dümmsten Polizisten der Welt. Das lief jahrelang bei uns. Ein anderer Titel fällt mir jedenfalls zu den Ermittlungen rund um den rechtsextremen NSU nicht ein. Jetzt hat ja der NSU-Untersuchungsausschuss einen Abschlussbericht vorgelegt. Hier, er wurde feierlich übergeben. Ein ganz ordentlicher Ziegel, 1400 Seiten. Ich habe mir das Ganze auch besorgt und so, gestern Abend mal durchgearbeitet. Es ist schon ein Hammer. Also nicht nur das Volumen, es ist wirklich irre, was da alles schiefgelaufen ist. Keiner der Ermittler kam ja darauf, dass Nazis hinter den Anschlägen stecken könnten. Das muss man sich mal vorstellen. Regelmäßig werden Ausländer umgebracht, aber einen ausländerfeindlichen Hintergrund konnte keiner erkennen. Ja? Dabei hatten sie auch sehr ungewöhnliche Ermittlungsmethoden. Ich zitiere mal aus dem Ausschussbericht. Im April 2008 kam es zu einem Gespräch mit einem iranischen Metaphysiker, der zu diesem Zweck aus dem Iran anreiste. Dieser sollte über ein Medium Kontakt mit dem Mordopfer aufnehmen. Ein Metaphysiker. Die haben einen Geistheiler einfliegen lassen aus dem Iran. Aus Bremen soll es sogar Anfragen gegeben haben, ob der Mann für die Luftüberwachung auch seinen fliegenden Teppich zur Verfügung stellen kann. So, was machen die bei der Polizei? Und der Metaphysiker hat auch was rausgefunden. Laut Bericht, der Metaphysiker soll bei der Befragung zu dem Ergebnis gekommen sein, dass der Täter einen dunklen Teint, braune Augen und schwarze Haare habe. Dann ist ja alles klar. Dann muss man nicht mal bei den Rechten ermitteln. Das ist unfassbar. Und es gibt noch, ich weiß, Geistheil. Ich weiß gar nicht, haben die überhaupt noch Zeugen vernommen? Oder haben die einfach jetzt das Prinzip Geistheiler einfach kultiviert? Haben die vielleicht in den Büros gesessen, Huibu gehört? Genauso irre ist das hier, diese Ermittlungsmethode. Die Soko Bosporus entwickelte eine Konzeption zum Einsatz einer Vertrauensperson, die einen Dönerstand betreiben sollte. Ein Dönerstand der Polizei. Es gibt in Deutschland ja auch nur 3 Millionen Dönerbuden. Ja? Suchen sich die Terroristen bestimmt die Dönerbude von der Polizei in Nürnberg aus. Man konnte die auch erkennen, die Bude. Die war die mit dem Blaulicht obendrauf. Auch hier gab es ein Resultat. Der Döner-Imbiss wurde für einen Zeitraum von über 1 Jahr betrieben mit einem Verlust von etwa 30.000 Euro.
so blöd zum Döner verkaufen. Ja? Das musst du auch erstmal schaffen. Wahrscheinlich haben die alles falsch gemacht. Die konnten das. Die haben wahrscheinlich beim Bezahlen haben sie nie gesagt, das macht 4 Euro. Die haben wahrscheinlich gesagt, wären sie mit 4 Euro und einer Verwarnung einverstanden. Warum hat man denn nicht mal die rechte Szene ins Visier genommen? Müssen das immer nur wir machen, wir von Extra 3? Die Nazi-Dumpfbacken erledigt bei uns ja traditionell der Führer persönlich. Und jetzt, ring, 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 neueste nationale Nachrichten. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Ah, mein geliebtes Berlin, dort habe ich mich immer besonders wohl gefühlt. Aber was muss ich hören? Im Berliner Stadtbezirk Hellersdorf zogen in dieser Woche Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan in ihr neues Heim. Was? Asylanten? In der deutschen Hauptstadt? Oh. Wenige Stunden später flohen aus Angst einige von ihnen schon wieder. Einige Anwohner des Wohnblocks gegenüber wollen ihre neuen Nachbarn nicht. Rechtes Gedankengut, das ist auch heute wieder zu hören. Lobenswert, so viele braune Unterstützer, so wie der hier. Aber die Montor, Schweinchen rosa? Ich bevorzuge ja ein Erdmännchenbraun. Und überhaupt, was ist das für eine Tätowierung? Ist das die gute alte Fraktorschrift oder eine Rune? Das Tattoo zeigt Schriftzeichen aus dem Alphabet der Elben, einer Fantasiesprache aus dem Roman Der Herr der Ringe. Fantasiesprache der Elben? Ist Ihnen die deutsche Sprache nicht gut genug? Sehe ich etwa aus wie Frodo, Sie Hobbit-befruchter Zwergenhirn, Elbenversteher, Anfresse, wegtreten! Meine Damen und Herren, wir verstehen uns ja als serviceorientierte Sendung. Wir überlegen regelmäßig, womit wir Ihnen, liebe Zuschauer, eine Freude machen könnten. Und wir haben uns heute überlegt, wie wäre es denn mit einem NNN-Klingelton? Et voilà, seit heute ist er da zum Download auf unserer Homepage x3.de. Ich habe am Wochenende mal ein bisschen ferngesehen, habe durchs Fernsehprogramm gesäppt und bin bei einem Gottesdienst der evangelischen Kirche hängen geblieben. Das passiert mir sonst eher selten. Ich hätte wahrscheinlich auch direkt weggeschaltet, wenn mir nicht diese Frau neben dem Altar aufgefahren wäre. Du verstehst meine Gedanken. Was macht die da? Von ferne. Mein erster Gedanke war, das ist nie im Leben eine Gebärdendolmetscherin. Da haben die sich verarschen lassen bei der Kirche. Ne? Also, oder sie spricht einen sehr seltenen Dialekt. Aber dann wurde mir klar, es ist, glaube ich, gar keine Gebärdensprache. Es ist irgendwie was anderes. Es sind auch so seltsame große Gesten. So was Flaggensignalartiges. Versucht sie da einen Airbus einzuparken vielleicht im Altarraum? Oder ist es vielleicht eher künstlerisch? Ja, wahrscheinlich ist es künstlerisch. Die Dame macht eine Pantomime. Und ich glaube, ich weiß auch, was sie darstellt. Das Thema Gentechnik. Oder Gruppensex. Nein, doch eher Gentechnik. Oder, nein, das Scheitern der Föderalismusreform. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir wussten es nicht. Wir haben danach gefragt. Und es wurde gesagt, dass sie das gesprochene Wort untermalt mit einer Art modernem Ausdruckstanz. Und mir wurde klar, wie viel Potenzial hier steckt. Wie viel innovatives Potenzial. So viele Parteien sagen, wir kriegen unsere Inhalte nicht vermittelt. Wir haben die Inhalte und können sie nicht kommunizieren. Das könnte die CDU doch auch mal machen. Könnte ich den Merkel-Wahlwerbespot vielleicht noch mal sehen, bitte? Als Kanzlerin treffe ich Entscheidungen für unser Land, für die Menschen in Deutschland. Ich muss sicher sein, dass wir auch das Richtige tun. Das Richtige ist nicht immer, was am lautesten gefordert wird. Das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft. Für mich direkt viel klarer. Wenn Ihnen das jetzt immer noch nicht hilft bei Ihrer Wahlentscheidung, dann haben wir noch was anderes für Sie. Am Donnerstag geht ja der Wahlomat in Betrieb. Die Internetseite kennen Sie von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da können Sie im Netz eben anhand eines Fragenkatalogs feststellen, welche Partei Sie wählen wollen, wenn Sie bisher noch nicht wussten, welche Partei Sie wählen wollen. Sie können auch feststellen, ich müsste eigentlich eine ganz andere Partei wählen, als die ich normalerweise wähle. Sowas gibt's da. Ich würde sagen, lieber direkt zum Fachmann. Auf unserer Homepage gibt es ab heute den Extra-3-Wahl-Schwachomat, mit dem Sie viel effektiver ans Ziel kommen. Wir können das kurz mal ausprobieren. Nehmen wir einfach mal Frage 12. Da ist dann zum Beispiel, die SPD gewinnt die Wahl und jetzt können Sie sich entscheiden. A, weil Angela Merkel kurz vor der Wahl ein Meteorit auf den Kopf fällt. B, weil die Union kurz vor der Wahl von einer mysteriösen Seuche ausgelöscht wird. Oder C, weil Steinbrück und Co. endlich gute Politik machen und weil Angela Merkel kurz vor der Wahl ein Meteorit auf den Kopf fällt.
Ja, und je nachdem, wie Sie da entscheiden, kriegen Sie von uns eine konkrete Antwort. Wenn Sie mich fragen, unverzichtbar, wenn Sie im September kompetent an die Urne treten wollen. Gehen Sie einfach um unsere Homepage x3.de. Und nun eine neue Folge aus der beliebten Reihe, die wirklich wahren Wahlwerbespots. Heute die FDP von der Agentur Jakob Leube and Friends. Für den Inhalt der folgenden Wahlwerbesendung sind allein die Parteien verantwortlich. Sie würden es nur nicht so sagen. Wir von der FDP brauchen Ihre Stimme, weil wir Ihre Stimme brauchen. Wirklich. Am 22. September, FDP. Bitte. Bitte. Ja, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Meine Damen und Herren, ich habe noch eine gute Meldung für Sie. Es ist ja so, dass sich Menschen tatsächlich noch engagieren. Ja, dass sie wirklich protestieren, dass sie Unterschriften sammeln, wenn es um eine sinnvolle Sache geht. Man denkt immer, das gibt's gar nicht mehr. Das gibt es. Es geht um Ben Affleck. Und die wirklich dramatische Frage, darf dieser Mann Batman sein? Ja, darf ein Mann ohne erkennbare Mimik eine Figur spielen ohne erkennbare Mimik? Oder wir nehmen einen deutschen Schauspieler, Til Schweiger. Der könnte es. Ja, der Joker wird erzittern. Der wird, also der könnte wirklich, Joker könnte der fertig machen. Nicht allein, wenn er ihm die alles entscheidende Frage stellt. Ja, keine Chance, Gotham ist gerettet. Meine Damen und Herren, gleich kommt das Medienmagazin Zapp. Diesmal über das Führungschaos beim Spiegel. Ja, wie ist es beim Spiegel? Ist da vielleicht auch schon so Horst Seehofer aktiv? Hat vielleicht Horst Seehofer seine Finger mit im Spiel? Horst Seehofer kann alles. Kann aber auch sein, dass Horst Seehofer nächste Woche wieder was ganz anderes sagt. Das ist ja das Tolle, nicht? Er macht immer irgendwas und nächste Woche macht er dasselbe. Deshalb das alte Sprichwort, widersprich nie Horst Seehofer, warte eine Woche, dann macht er selber. Nächste Woche mehr von uns. Jetzt noch neulich im Bundestag von Carsten Deutschmann, Jens Böttcher und Henry Sperling. Tschüss. Hallo, zum Thema Endspurt zur Bundestagswahl hören wir Rennmaus Renny Künast. Leute, es ist wieder soweit. Jetzt helfen uns allen nur noch Wahlgeschenke. Ich habe kürzlich vom japanischen Außenminister ein Buckelwahl Geschenk gekriegt. Der war aber ganz krank gewesen. Oh, was hatte denn der Außenminister? Nee, der Wal. Der kam aus Fukushima und hatte 6 Füße am Kopf. Das ist Wahlbetrug! Mann, euch haben sie doch mit Bunsenbrenner den Scheitel geföhnt. Ich meinte Wahlgeschenke für die Bürger. Ich schlage vor, dass wir allen Punkte in Flensburg schenken. Mann, Rumsauer, bist du doof? Ich bin nicht doof. Ich weiß nur wenig. Hier, lass uns den Leuten einfach Geld schenken. Wir können doch jedem Bürger 40 Cent mit der Post schicken. Aber allein so ein Brief kostet doch schon 56 Cent. Das ziehen wir denn nicht. Nichts mehr kann dann natürlich alles wieder ab. Für Wahlgeschenke ist es doch viel zu spät. Die Geschäfte haben doch schon alle zugemacht. Wieso spät ist es denn? 11:55, ihr Vollidioten. Schnauze jetzt, es geht doch nur darum, den Leuten Wahlgeschenke zu versprechen, nicht sie dann auch zu machen. Aber spielen ihre Unverfrorenheit da nicht mit der lüstern züngelnden Flamme der Doppelmoral? Hä, wieso Doppelmoral? Das ist wie mit dem Geld, das Doppelte von nichts ist immer noch nichts. Ihr Sackgesichter! Na sowas, ach ja, die Amnesiegruppe trifft sich heute zum Vergessen der Datenschutzgesetze in der Spandauer Spargelschälhalle. Hier ist Extra 3, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehrens. Willkommen zu Extra. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber es ist so. Inzwischen bin ich manchmal froh, dass es Horst Seehofer gibt. Es ist mir selbst ein bisschen peinlich, aber der bringt wenigstens Farbe in den Wahlkampf. Auf den ist Verlass, das ist der Mann mit dem Forderungstourette. Jede Woche haut der was raus. Jetzt hat er nach einem Dreh des WDR-Magazins Monitor gefordert. Journalisten, die unangenehme Fragen stellen, müssen raus aus Bayern. Zack. Ausweisen, hat er gesagt. Der kann einem richtig Angst machen. Hören wir mal rein, was er so sagt. Wir wenden uns an den Intendanten und dann werden wir mal sehen. Werden wir mal sehen. Auf Deutsch, wir machen dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Dann hat er noch das hier gesagt. Das machen wir mit dem WDR. Wir haben da... Was haben wir da? Wir haben da einen Folterkeller für kritische Journalisten. Noch nie was von der Bayerischen Inquisition gehört.
Am besten ließe man Journalisten gar nicht erst rein. Ja, würde ich sagen. Wer nicht für die Welt oder den Bayern-Kurier schreibt, hat im Freistaat eigentlich gar nichts zu suchen. Es müsste eigentlich Poller geben an der bayerischen Grenze, die bei nicht-bayerischen Autokennzeichen sofort hochgehen und den Weg versperren. Die Technik gibt's ja. In Greifswald gibt es einen Poller, der ziemlich viel Ärger macht. Zum Glück liegt Greifswald nicht in Bayern, deshalb kann man dort noch ungehindert recherchieren. Die kritischen Extra-Reihe-Journalisten Fred Pilarski und Martina Hauschild waren da. An der alten Brücke in Greifswald gibt es einen nagelneuen Poller für 120.000 Euro. Also da unten irgendwo steckt er drin. Der kommt gerade nur nicht raus, weil... Das geht immer wieder kaputt. Ich verstehe das nicht. Kaputt ist kaputt. 3 Stunden hat der Poller gehalten und dann war wieder alles im Dutt. Und das Geld war weg. Die historische Klappbrücke ist nicht mehr so ganz stabil. Deshalb dürfen Autofahrer nur mit Passierschein rüberfahren. Nur leider sehen das einige Autofahrer ohne Passierschein nicht ein. Und dann... Jetzt gab es einen Unfall, wo ein Fahrzeug aufsetzte auf den Poller von oben. Und dann hat sich der neue, robuste Poller als nicht ganz so robust herausgestellt, wie wir es erwartet hätten. Immer wieder mogeln sich hinter die berechtigten Autofahrer unberechtigte Autofahrer Stoßstange an Stoßstange und huschen über den Poller hinweg. Doch viele Autofahrer sind nicht schnell genug. Und deshalb war am Poller schon 31 Mal Endstation. Und immer wieder muss der Poller repariert werden. Deshalb hat die Stadt Greifswald ein lückenloses Überwachungssystem für 13.000 Euro angeschafft, das die Pollerkriminellen überführen soll. Das Hinterherfahren, das ist auf jeden Fall auch eine strafrechtlich relevante Abgabenverkürzung. Das ist nicht erlaubt und auch strafbar. Nur diese 24-stündige Videoüberwachung fand der Datenschutzbeauftragte eher suboptimal. Erst baut die Stadt einen Poller hin, dann rumst es da öfter mal und dann soll eine komplette Videoüberwachung das richten. Das ist nach unserer Meinung nach unzulässig. Deshalb mussten die Kameras gleich wieder abgeschaltet werden. Und nun? Teure Kameras aus, teurer Poller kaputt. Für das ganze Geld, was man hier investiert hat, hat man hier schon Menschen hinstellen können, mit einer schönen Uniform oder weiß ich was, der einen Schlagbaum hoch runter macht oder weiß der Kuckuck. Ja, das ist es. Da hätte die Stadt Greifswald aber auch mal selbst drauf kommen können. Merian Irsin gibt's morgen wieder in unserer XXL-Spezialsendung. 23:30 im NDR-Fernsehen. Ich fühle mich ja vom aktuellen Wahlkampf inzwischen intellektuell beleidigt. Ich meine, ich lasse mich gerne mal verarschen. Kein Problem, aber nicht unter meinem Niveau. Ich finde, wir haben es als Wähler verdient, wie denkende Menschen verarscht zu werden und nicht wie unmündige Kinder. Das gilt zum Beispiel für euch Grüne. Was duzt ihr mich eigentlich dauernd an? Immer dieses und du, oder? Was soll denn dieses und du? Und du, sind wir bei Ikea? Habe ich mit Claudia Roth Brüderschaft getrunken? Oder? Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, aber... Ich habe mir überlegt, ich ärgere die jetzt einfach. Extra. Ne? Ich weiß, die lesen jede E-Mail, okay. Und dann denke ich mir, womit könnte man die denn vielleicht mal ein bisschen ärgern? Dann denke ich mir deutsche Wörter aus, die für Amerikaner besonders schwer auszusprechen sind. Sowas wie zum Beispiel Streichholzschächtelchen. Ne? Und das schreibe ich dann extra in die E-Mails rein. Am besten so eine Kombination. Bombe, Dschihad, Streichholzschächtelchen. Dann wird es rausgefischt und ich stelle mir vor, irgendjemand muss das dann lesen, ja? Streichholzschächtelchen. Streichholzschächtelchen. What is a fucking Streichholzschächtelchen? Ich habe an sowas Spaß. Woran unsere Autorin Sine Wiegers Spaß hatte beim Durchsehen der Nachrichtensendungen, jetzt in Abgehakt. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Fernsehen für Dummwähler. Brandneu und total überzeugend. Politische Sendungen gibt's jetzt auch für diese jungen Dings, ey. Jux, na, Jungwähler. Keine Ausreden, kein Gelaber. Wenn doch Gelaber, dann aber schön verkrampft locker.
Magst du dich kurz vorstellen? Mein Name ist Peer Starnberg. Und bitte mit akkurat aufgesetztem Jugendslang, ja? Das war ziemlich tight, das Interview, Digga. Total cool. Ja, cool und crazy und knallblöde. Bei welcher Partei sind Sie? Ich bin bei der FDP, den Freidemokraten. Ich muss ja zugeben, dass ich noch nicht so viel von der FDP gehört habe. Oh, Politik verstehen? Kompliziert. Politiker verarschen? Yeah. Mama Fisten? Schön. Und wenn der junge Mensch dann genug von Politik hat, geht er seiner typischen Arbeit nach. Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut. Danke. Ich muss jetzt leider auf dem Laufsteg und wünsche einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss. Endlich läuft dieser Wahlwerbeschrott. Nur mit der FDP kriegen sie den alten Herrn mit den dicken Eiern. Rot, rot, grün ist nicht das Gelbe vom Ei. Nur mit der NPD kriegen sie den faulen Apfel mit der alten Leier. Immer mehr Asylanten, vor allem Sinti und Roma. Aber bei beiden kriegen sie die kitschige Familie. Nur muss es immer dieselbe sein. Hier die FDP. Nur mit uns gibt es 4 weitere gute Jahre. Hier die NPD. Wir müssen aber in die Zukunft investieren. In intakte Familien und glückliche Kinder. Und das größte Glück, dieselbe Familie, radelt auch noch durch diese finnische Quarkwerbung. War sonst noch was? Tag der offenen Tür im Kanzleramt. Interessant zu sehen, von wo aus die politische Macht die Geschicke des Landes steuert. Oder auch... Interessant zu sehen, von wo aus Deutschland verarscht wird. Es gibt ja die seltsamsten Arten von Entertainment. Es gibt zum Beispiel die Show Die dümmsten Verbrecher der Welt. Das lief jahrelang in Amerika. Oder Die dümmsten Polizisten der Welt. Das lief jahrelang bei uns. Ein anderer Titel fällt mir jedenfalls zu den Ermittlungen rund um den rechtsextremen NSU nicht ein. Jetzt hat ja der NSU-Untersuchungsausschuss einen Abschlussbericht vorgelegt. Hier, er wurde feierlich übergeben. Ein ganz ordentlicher Ziegel, 1400 Seiten. Ich habe mir das Ganze auch besorgt und so, gestern Abend mal durchgearbeitet. Es ist schon Hammer. Also nicht nur das Volumen, es ist wirklich irre, was da alles schiefgelaufen ist. Keiner der Ermittler kam ja darauf, dass Nazis hinter den Anschlägen stecken könnten. Das muss man sich mal vorstellen. Regelmäßig werden Ausländer umgebracht, aber einen ausländerfeindlichen Hintergrund konnte keiner erkennen. Ja? Dabei hatten sie auch sehr ungewöhnliche Ermittlungsmethoden. Ich zitiere mal aus dem Ausschussbericht. Im April 2008 kam es zu einem Gespräch mit einem iranischen Metaphysiker, der zu diesem Zweck aus dem Iran anreiste. Dieser sollte über ein Medium Kontakt mit dem Mordopfer aufnehmen. Ein Metaphysiker. Die haben einen Geistheiler einfliegen lassen aus dem Iran. Aus Bremen soll es sogar Anfragen gegeben haben, ob der Mann für die Luftüberwachung auch seinen fliegenden Teppich zur Verfügung stellen kann. So was machen die bei der Polizei? An den Albtraum würde ich mich erinnern. Man duzt doch nicht einfach in der Gegend rum. Was ist denn das für eine Art? Das ist Rainer Brüderle als Wahlkampf. Na, du Wähler, so allein? Du? Ekelhaft, oder? Und das muss ich auch mal sagen. Ich habe auch keine Lust mehr auf diesen ganzen menschelnden Quatsch. Letzte Woche wieder sehe ich die Kanzlerin da in dieser RTL-Sendung an einem Tisch mit Angela Merkel. Da wird sie dann ernsthaft gefragt, ob sie singen kann. Also, meinen Sie, es scheitert am Lied, oder? Nein, glaube ich nicht. Der Mond ist aufgegangen, kann ich. Ja, der Mond ist aufgegangen, kann sie. Spannend. Und dann hat sie noch erzählt, dass sie gern Kartoffelsuppe isst. Das Wichtigste sind die guten Kartoffeln und ordentliche Suppenbrühen. Genau. Dann kommen wir schon hin. Ja, toll. Kartoffeln und ordentliche Suppengrün. Gut zu wissen. Auch die SPD macht mit bei diesem Personality-Quatsch. Hier, Peer Steinbrück zeigt sich mit seiner Frau im Stern. Unsere Ehe kann nur auf Augenhöhe funktionieren. Ja. Erschreckend, was man beim Stern unter Augenhöhe versteht. Ne? Und dann erzählt er auch sehr interessant in dem Interview, dass er als Kind eines der ersten Kinder in Deutschland war, die mit Lego gespielt haben. Ja, danke!
Glaubt ihr, wir sind komplett bescheuert? Unsere Schulen sind am Ende, das Steuersystem funktioniert nicht, das Rentensystem wird in den nächsten 30 Jahren explodieren, das Gesundheitssystem wird von der Pharmalobby dominiert und gibt es irgendein durchdachtes Konzept für eine Bildungsreform, eine Rentenreform, eine vernünftige Steuerreform, eine richtige Gesundheitsreform? Gibt es nicht. Aber Merkel kann Kartoffelsuppe kochen und der Mond ist aufgegangen singen. Leute! Egal. Mir ist doch wohl egal, ob die Merkel Kartoffelsuppe mag. Und auch, ob der Steinbrück mit Lego spielt oder nicht. Und ob der Gabriel privat in Strapsen rumläuft. Und ob der Seehofer Links- oder Rechtsträger ist. Ich will das gar nicht wissen. Ich will, dass die Probleme lösen. Ja? Ich will auch keine Politiker, die mir vor der Wahl dauernd suggerieren, sie wären genauso normal wie ich. Ich brauche doch Profis. Wenn ich mit dem Auto liegen bleibe und rufe den RDAC, dann will ich doch auch, dass er die Kiste wieder in Ordnung bringt. Und nicht, dass der Typ sagt, vom Motor habe ich keine Ahnung. Aber ich kann Ihnen Fotos zeigen, wie ich als Kind mal Lego gespielt habe. Oder? Und der Chirurg sagt, ich mache die OP zum ersten Mal, aber am besten singen wir jetzt erstmal, der Mond ist aufgegangen. Pass auf, die wollen uns doch komplett einschläfern. Die wollen Trance- und Dämmerzustand in diesem Land. Dass keiner mehr nach den wahren Problemen fragt. Ich finde, das darf nicht sein. Tobias Schlegel, übernehmen Sie. Winsen an der Luhe ist eh schon ein verschlafenes Nest in Niedersachsen. Und jetzt macht auch noch die CDU hier Halt. Die Kanzlerin kommt, um die Leute mit ihrem inhaltsleeren Wahlkampf einzulullen. Ich wage ein grausames Experiment. Diese 13 hellwachen Extra-3-Fans sollen sich eine ganze Rede von Angela Merkel anhören. Schlimm. Das wird aber jetzt die härteste Herausforderung. Eine Stunde lang Angela Merkel ohne Inhalt. Und ihre Aufgabe ist es, nicht einzuschlafen. Ist das klar? Ja, Herr Schlegel. Natürlich kann kein normaler Mensch eine Rede von Angela Merkel ohne Aufputschmittel überstehen. Zum Glück haben wir welche dabei. Bitte jetzt viel trinken. Viel trinken bitte. Wir dürfen nicht schlafen. Wir dürfen nicht schlafen. Sind Sie bereit? Ja. Ich glaube es Ihnen noch nicht. Sind Sie bereit? Ja. Ja, wir sind bereit. Die Kanzlerin kommt und alle sind noch wach. Noch. Denn dann, nur wenig später, fängt sie an zu reden. Oberbürgermeister oder Bürgermeister oder wie, nee, wo sitzt der Bürgermeister? Ja, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag. Keine Ecken, keine Kanten. Da ist ja der ZDF-Fernsehgarten noch spannender. Auch die anderen Besucher können sich kaum wach halten. Nicht, dass die hier noch die Inhalte verpassen. Aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Einfach die Sonnenbrille aufziehen. Ziehen Sie mal auf. Dann können Sie jetzt auch schlafen, ohne dass es unangenehm auffällt. Sicher. Ja? Sehr schön. Ne? Und machen Sie sich keine Gedanken, also bei Merkel sind schon ganz andere eingeschlafen. 10 Minuten. Und der Metaphysiker hat auch was rausgefunden. Laut Bericht, der Metaphysiker soll bei der Befragung zu dem Ergebnis gekommen sein, dass der Täter einen dunklen Teint, braune Augen und schwarze Haare habe. Dann ist ja alles klar. Dann muss man nicht mal bei den Rechten ermitteln. Das ist unfassbar. Und es gibt noch, ich weiß, Geisthalt. Ich weiß gar nicht, haben die überhaupt noch Zeugen vernommen? Oder haben die einfach jetzt das Prinzip Geistheiler einfach kultiviert? Haben die vielleicht in Büros gesessen, Huibu gehört? Genauso irre ist das hier, diese Ermittlungsmethode. Die Soko Bosporus entwickelte eine Konzeption zum Einsatz einer Vertrauensperson, die einen Dönerstand betreiben sollte. Ein Dönerstand der Polizei. Es gibt in Deutschland ja auch nur 3 Millionen Dönerbuden. Ja? Suchen sich die Terroristen bestimmt die Dönerbude von der Polizei in Nürnberg aus. Man konnte die auch erkennen, die Bude. Die war die mit dem Blaulicht obendrauf. Auch hier gab es ein Resultat. Der Döner-Imbiss wurde für einen Zeitraum von über 1 Jahr betrieben. Mit einem Verlust von etwa 30.000 Euro. So blöd zum Döner verkaufen. Ja? Das musst du auch erst mal schaffen. Wahrscheinlich haben die alles falsch gemacht. Die konnten das. Die haben wahrscheinlich beim Bezahlen haben sie nie gesagt, das macht 4 Euro. Die haben wahrscheinlich gesagt, wären sie mit 4 Euro und einer Verwarnung einverstanden. Warum hat man denn nicht mal die rechte Szene ins Visier genommen? Müssen das immer nur wir machen, wir von Extra 3? Die Nazi-Dumpfbacken erledigt bei uns ja traditionell der Führer persönlich. Und jetzt, neueste nationale Nachrichten.
Das ist die Berliner Luft. Luft, Luft. Ah, mein geliebtes Berlin. Dort habe ich mich immer besonders wohl gefühlt. Aber was muss ich hören? Im Berliner Stadtbezirk Hellersdorf zogen in dieser Woche Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan in ihr neues Heim. Was? Asylanten? In der deutschen Hauptstadt? Oh. Wenige Stunden später flohen aus Angst einige von ihnen schon wieder. Einige Anwohner des Wohnblocks gegenüber wollen ihre neuen Nachbarn nicht. Rechtes Gedankengut, das ist auch heute wieder zu hören. Lobenswert, so viele braune Unterstützer, so wie der hier. Aber die Montor, Schweinchen rosa? Ich bevorzuge ja ein Erdmännchenbraun. Und überhaupt, was ist das für eine Tätowierung? Ist das die gute alte Fraktorschrift oder eine Rune? Das Tattoo zeigt Schriftzeichen aus dem Alphabet der Elben, einer Fantasiesprache aus dem Roman Der Herr der Ringe. Fantasiesprache der Elben? Ist Ihnen die deutsche Sprache nicht gut genug? Sehe ich etwa aus wie Frodo, Sie Hobbit-befruchter Zwergenhirn, Elbenversteher, Anfresse, wegtreten! Meine Damen und Herren, wir verstehen uns ja als serviceorientierte Sendung. Wir überlegen regelmäßig, womit wir Ihnen, liebe Zuschauer, eine Freude machen könnten. Und wir haben uns heute überlegt, wie wäre es denn mit einem NNN-Klingelton? Et voilà, seit heute ist er da zum Download auf unserer Homepage x3.de. Ich habe am Wochenende mal ein bisschen ferngesehen, habe durchs Fernsehprogramm gesäppt und bin bei einem Gottesdienst der evangelischen Kirche hängen geblieben. Das passiert mir sonst eher selten. Ich hätte wahrscheinlich auch direkt weggeschaltet, wenn mir nicht diese Frau neben dem Altar aufgefallen wäre. Du verstehst meine Gedanken. Was macht die da? Von ferne. Mein erster Gedanke war, das ist nie im Leben eine Gebärdendolmetscherin. Da haben die sich verarschen lassen bei der Kirche. Ne? Also, oder sie spricht einen sehr seltenen Dialekt. Aber dann wurde mir klar, es ist, glaube ich, gar keine Gebärdensprache. Es ist irgendwie was anderes. Es sind auch so seltsame große Gesten. So was Flaggensignalartiges. Versucht sie da einen Airbus einzuparken vielleicht im Altarraum? Oder ist es vielleicht eher künstlerisch? Ja, wahrscheinlich ist es künstlerisch. Die Dame macht eine Pantomime. Und ich glaube, ich weiß auch, was sie darstellt. Das Thema Gentechnik. Oder Gruppensex. Nein, doch eher Gentechnik. Oder nein, das Scheitern der Föderalismusreform. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir wussten es nicht. Wir haben danach gefragt. Und es wurde gesagt, dass sie das gesprochene Wort untermalt mit einer Art modernem Ausdruckstanz. Und mir wurde klar, wie viel Potenzial hier steckt. Wie viel innovatives Potenzial. So viele Parteien sagen, wir kriegen unsere Inhalte nicht vermittelt. Wir haben die Inhalte und können sie nicht kommunizieren. Das könnte die CDU doch auch mal machen. Könnte ich den Merkel-Wahlwerbespot vielleicht noch mal sehen, bitte? Als Kanzlerin treffen... Minuten später. Gefühlt sind es Stunden. Klare Aussagen, Fehlanzeige. Pläne habe ich, welche Vorstellungen habe ich, welche Träume habe ich in unserem großen Schuldenberg. Die Kanzlerin hat es wieder geschafft. Ihre Inhaltslehre versetzt uns in einen Dornröschenschlaf. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Tobias Röll hat sich mit Tobias Schlegel zusammen wachgehalten. Beiden Tobiasenlein, herzlichen Dank. Und natürlich auch unseren Facebook-Freunden, die uns bei diesem Dreh geholfen haben. Dankeschön. Ein spannendes Wahlkampfthema wäre ja da. Wie geht es weiter mit Griechenland? Angela Merkel macht es wie immer, sie merkelt sich raus. Sie sagt, ein Schuldenschnitt wäre falsch, aber sie will ihn nicht ausschließen. Das heißt, die Regierung hat ein Prinzip, sagt aber, dass auch das Gegenteil möglich ist. Wäre Merkel für Verkehrsschilder verantwortlich, gäbe es demnächst wahrscheinlich solche Schilder. Hier, Tempo 50, aber darunter. Aber wenn ihr es eiliger habt, könnt ihr auch schneller fahren. Merkel redet ja gerne vom Europäischen Haus, als wäre sie Architektin. Ja, man weiß inzwischen auch, wie das Europäische Haus von Angela Merkel aussieht. Es soll in Brüssel demnächst gebaut werden. Kein Fundament, keine gerade Linie, aber auf der Rückseite 200 Hintertürchen. Unklarheit in Reinkultur hat die CDU auch mit ihrem neuen Werbespot hinbekommen. Hier. Als Kanzlerin treffe ich Entscheidungen für unser Land, für die Menschen in Deutschland. Ich muss sicher sein, dass wir auch das Richtige tun. Das Richtige ist nicht immer, was am lautesten gefordert wird. Das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft.
Da hat sich mal richtig festgelegt. Ne? Das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft. Das ist so ähnlich wie vieles ist gut, anderes auch. Gemeinsam, aber auch alle miteinander. Der Euro und eine starke Zukunft, wir haben viel geschaffen und so weiter. Naja, dafür ist der Spot optisch sehr innovativ gemacht. Blasse Kanzlerin vor weißer Wand, wackelige Kamera, Gitarrenmusik, stilbildend. Wollen Sie wissen, wie dieser CDU-Spot entstanden ist? Hier ist das Making-of von Julian Amerschi und Oliver Durkel. Kamera ab, Gitarre ab und Merkel ab. Das wird genial. Es gibt Momente, da steht viel auf dem Spiel. In der Euro-Krise zum Beispiel. Oft betreten wir auch Neuland. Ich will ein Land, in dem die Stärkeren den Schwächeren helfen. Ich will ein Land, in dem die belohnt werden, die etwas leisten. Ein Land, in dem wir unseren Kindern die besten Chancen bieten. Also erst habe ich einen riesen Ärger gekriegt vom Regisseur, aber dann hat er gesagt, nee, genau das ist genial. Und jetzt ziehen wir das Gewackel durch den ganzen Film durch. Und man muss mal sagen, es passiert sonst ja auch nicht so viel. Ich will, dass wir auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich sind. Durch gute Arbeit und neue Ideen. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Frau Merkel, haben Sie noch was zu sagen? Nein. Schwenkt die Alte noch mal ab. Frau Merkel, gucken Sie noch mal staatsmännisch. Ja. Das war ja jetzt auch ganz gut. Okay, Leute, Drehschluss. Und denkt dran, wir haben noch ein 200 Liter Bierfass. Das muss noch alle werden. Ja? So könnte es gewesen sein. So könnte der Merkel-Spot entstanden sein. Jetzt ergibt das alles Sinn. Für die Kanzlerin ist der NSA-Skandal ja beendet, hat zumindest ihr Geheimdienst-Oberfuzzi Ronald Pofalla gesagt. Was muss ich jetzt lesen in der Zeitung? Die NSA hat auch die Vereinten Nationen ausspioniert. Was kommt denn jetzt noch? Wo suchen die eigentlich überall nach Terroristen? Bei den Vereinten Nationen, zuvor schon bei der Europäischen Kommission. Oh, ich empfehle dringend auch den Evangelischen Kirchentag im Auge zu behalten. Die Lindenstraße, ja, oder Hagenbecks Tierpark. Vorsicht, Leute, aufpassen. Ich meine, das Verrückte ist, bei den Vereinten Nationen sitzen die Amis sogar selber mit drin. Die spionieren sich selber aus. Obama soll schon gesagt haben, wenn die NSA noch rauskriegt, dass Amerika Massenvernichtungswaffen hat, will er sofort mit den Luftangriffen auf das Land beginnen.